Willkommen im Römscheldhaus. Ich lade Sie ein zu einem kleinen Rundgang. Namensgeber dieses Museums ist der Herr Römstedt, der um die Jahrhundertwende zu 1900 Präzeptor hier in Bergen war. Präzeptor bedeutet Schule und Kirche gleichermaßen zu betreuen. Der Herr Römstedt hat sehr viele Dinge aus der Gegend hier gesammelt und es wurde sehr umfangreich und dadurch wurde ein Gebäude gesucht, das diese Sammlung beherbergen konnte. Im Jahre 1911 wurde dieses Gebäude gekauft von einem damals gegründeten Heimatverein und im Jahre 1913 konnte dann dieses Museum eröffnet werden. Zur Museumsanlage gehört auch der sogenannte kleine Speicher, der als Schweine- oder Hühnerstall gedient hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist hier eine Flüchtlingswohnung eingerichtet worden, die wir nachempfunden haben. In der Flüchtlingswohnung hat ein Klavierlehrer gewohnt mit seiner Freundin, der auch tatsächlich in diesem Raum Klavierunterricht gegeben hat. Wir haben zwei Zeitzeugen gefunden, die uns dazu reichhaltige Informationen geben konnten. Hier befinden wir uns in der sogenannten Zehnscheune, ein Gebäude, was transportiert wurde 1985. Wir haben hier ausgestellt landwirtschaftliche Geräte und auch alte Berufe. In früheren Zeiten war die Reparatur von Großgeräten etwas einfacher wie heute. Man hat einfach die Holzteile ausgetauscht. Im oberen Geschoss befindet sich die archäologische Ausstellung. In der archäologischen Ausstellung zeigen wir Grabbeifunde von Hügelgräbern, die hier in der Umgegend gefunden worden sind. Ergänzt mit Leihgaben aus dem Landesmuseum ist hier eine doch recht komplette Ausstellung der Bronzezeit entstanden. Ja, in der Archäologie haben wir auch Mitmachstationen vorbereitet und Schulklassen sind hier besonders aufgehoben, da wir etwas vorbereitet haben, was pädagogisch auch wertvoll ist. Hier sehen wir ein Modell von Bergen, wo ein Brand von 1697 dargestellt wird, welche Häuser abgebrannt sind und dass es doch eine verheerende Geschichte war. Insgesamt gesehen sind wir froh, dass wir dieses Museum haben und ich lade Sie herzlich ein, dieses Kleinod zu besuchen.